Hallo und herzlich willkommen bei Memo LP. Und auch willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, wir haben Hordennacht nun hinter uns. Jetzt geht's als Angemachte. Und zwar alles, was ich gelootet hatte, ist hier drin. Ich werde jetzt erstmal alles, was ich nicht brauche, erstmal zerlegen. Alles Blödsinn hier. Brauche ich nicht, will ich nicht. Muss ich nicht. Kann ich nicht. Und so weiter. Oh, der ist gut zum Verkaufen. Oh. Der ist sehr gut. Also der ist. Oh, der ist noch besser. Ich sollte den erstmal reparieren. Und den hier auch reparieren. Denn die sind richtig was wert beim Händler. Dann Ledermantel. Wow, der ist auch was wert. Schön, haben wir schon mal einiges für den Händler. Ich tue mal die kurz rein in unsere Händlerkiste. Alles, was wir verkaufen können. Was habe ich denn einen? Ah ja, gut, nehme ich den. Der ist definitiv besser. Ich habe eine komplette Scharfschützengewehr. Das gibt's gar nicht. Wie geil ist das denn? Okay. Das, was wir nicht brauchen, tun wir mal zerlegen. Das mal fallen lassen. Das muss echt nicht sein. Irgendwas habe ich wieder aufgenommen. Irgendwas, was ich rausgeschmissen hatte. Hat der wieder aufgenommen. Egal. Da kümmere ich mich gleich darum. Verlegen. Ach, das Cowboy-Hut. Nägel. Nochmal 70. Stoffzellen. Wow. Mittlerweile wirklich sehr viel. Und eine Pistole haben wir auch gefunden. Richtig gut. Ich tue die mal hier rein. Kann ich nachher versuchen, ob ich meinen Scharfschützen wenn ich gleich ein bisschen verbessern kann. Und die Pistole genauso. Die ist nämlich hier wieder richtig wieder runter. Hülsen da rein, Schießpulver da rein. Die zwei Sachen tue ich auch mal da rein. Und Papier kommt auch hier rein. So. Die Sachen schmeiße ich mal kurz hier. Das auch. Wrench, da hatte ich doch irgendwo schon. Ja. Ja, vielleicht kann man hier auch was Besseres daraus machen. Das testen wir gleich mal. So. Was habe ich hier noch, was ich nicht brauche? Das kann ich zum Verkaufen benutzen. Spiritus, 4 Stück gefunden. Wow. Zerlegen, was ist das? Kampfanzug. Das zerlege ich jetzt erstmal. Das ist unwichtig. Oh, der ist auch gut. Okay, dann gehen wir erstmal hoch. Das gehört nämlich hier dazu. Oder ich versuche mal, ich glaube, dass ich den sogar damit reparieren kann. Jawohl, kann ich. So, dann sind nämlich die hier auch ganz und einiges mehr wert. Und der hier genauso. Was ist der denn wert? Ja, es geht. Da bekommen wir schon einiges dafür. Ich habe noch einen Wrench. Wow. Also da gibt es definitiv was Gutes. Und dann das Zeug hier auch mal erst weg. Brauchen wir jetzt gerade alles nicht. Das kann ich nach unten bringen. Die benutzen wir jetzt erstmal. Ich brauche mehr Wellness. Die auch. Das kann ich zerlegen. Das brauche ich wirklich nicht. Munition. Plastik. Okay. Dann
Haben wir noch etwas für die Kiste gehabt? Einmal Federn. Munition, das ist die 9mm, sehr schön. Das geht nach unten. Okay. Und Stahlpfeile. Müsste ich eigentlich schon was haben? Mehr habe ich. Ich nehme die mal hier mit, dass ich wieder 100 habe, komplett. Dann habe ich hier was gehabt, Spiritus. Und Honig. Sind wir schon bei 11. Also bis 10 steckt, ja? Hören nicht. Okay. Das schmeiße ich auch mal da rein. Dann na, außer nicht wieder ein Zombie, so wie es aussieht. Das da rein. Hey. Eine Wanderhorde. Nee, oder? Ey, ey, ey. Was war das jetzt? Das ist eine komplette Wanderhorde. Ja. Dann kommt mal. Aber einzeln. Ey. Geschlagen wird nicht. Nur ich darf schlagen. Ihr dürft nicht schlagen. Oh ja. Die Machete ist einfach absolut das Geilste hier. Ja, was Besseres als die Machete gibt es hier wirklich nicht. Das hat sich zu meinem Lieblingswaffe entwickelt. Oh. Da kommen noch viel mehr. Auch in dem Haus spawnen sie. Arm weg, hä? Oi, 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 oi. Hast du keinen Arm mehr? Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Warum stirbst du nicht? Geht doch. Wo? Da hinten noch einer. Du sollst doch nicht schlagen. Du solltest nicht schlagen. Jetzt noch einer drin. Habe ich hier nicht gelootet, oder? Das kann doch nicht sein. Dass ich mein Nachbarhaus noch nicht gelootet habe. Tatsächlich. Richtig geil. Irgendwo ist auch da noch einer. Ach, da. So. Jetzt aber Ruhe hier. Okay. Haben wir Ruhe? Wir haben Ruhe. So. Noch eine Pistole gefunden. Wow. Sandwich weg. Das weg. Ja. Sieht gut aus. Das hier mal zerlegen. Und ich sollte jetzt endlich mal die Bäume da hinten wegmachen, bevor ich es wieder vergesse. Und natürlich die Zombies. Gott, wieder ein Haufen hier. Muss man nachher kurz nachschauen, wie meine Skillpunkte aussehen. Wahrscheinlich habe ich da jetzt schon eine ganze Menge bekommen. So nach dem Horde. Gestern Nacht.
müsste eigentlich einiges geworden sein. Das schauen wir jetzt gleich nach. Und ich guck mal, wo ich es am besten skillen kann. Wo es am besten Sinn, wo es am meisten Sinn macht. Aber diese Bäume, die stören mich, wenn ich mit meinem Moped rausfahre. Sollte ich jetzt hier endlich mal weg haben. Jetzt bleibe ich jedes Mal hier dran hängen. So. Und wir brauchen sowieso Holz, ne? Dann haben wir gleich beides auf einmal. Sehr was? Ja. Oh. Sehr gute Reifen bekommen. Sehr gut. Muss ich gleich mal schauen, ob die besser sind wie meine. Der bleibt ja auch immer hängen. Der muss auch unbedingt weg. So, die zwei müssen auch weg hier. Bevor ich es vergesse, der hier auch. So. Da wieder was. Da gegenüber ist einer auf der linken Seite. Ich weiß nicht, wo der da hinläuft. Okay. Der beschützt anscheinend den Shotgun-Messer ja da vorne. Gut, dann machen wir die hier noch weg. Viel Holz habe ich bekommen. Okay, ich bin fast wieder voll. Ich werde gleich nichts mehr aufnehmen können. Ich glaube, den kriege ich noch weg hier und den da hinten auch. Das müssten wir noch aufnehmen können. So, der hier muss auch weg. Na. Ja, das geht noch. So. Doch schon viel besser aus hier. Das da hinten kann mal bleiben. Okay. Inventar schon wieder voll. Das ist der Hammer. Muss unbedingt noch reparieren hier. Aber das mache ich nachher offline. Oh je. Yeah. Und weiter. Immer mehr. Immer mehr. Pistole. Okay. Mehr Waffen habe ich nicht bekommen, nein. Aber hier habe ich was. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt auch da rein. Kohle haben wir. Einen einzigen Dollar. Boah. Wie gehen wir den nur aus? Was kaufe ich mir nur dafür? Okay. Das rein, das rein, das rein. Kleber rein. Okay. Habe ich das Tierfett vergessen? Okay. Machen wir auch gleich rein. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 100 Tierfett. Wow. Der stackt aber richtig hoch, ne? Der stackt aber richtig heftig hoch. So, ich wollte nämlich noch ein Bild aufhängen. Und zwar ist es mir hier noch zu kahl. So. Doch schon viel besser aus. Okay. Messing kommt da rein. Blei kommt da rein. Einmal kurz zusammenwürfeln. Der kommt runter. Die zwei mache ich unten in die Garage rein. Das kommt darüber. Holz hier, Metall hier, Stein hier, das da rein, das da rein und das hier rein. So, die behalte ich mal unten bei mir. Das mal hier hin. Hier habe ich noch meine Bausachen.
kann ich gleich meinen Garten gleich mit reparieren. Und das da rein mal. Ich brauche Beton. Ich glaube, ich brauche Beton zum Reparieren. Genau. Oh ja, haben wir genug. Haben wir wirklich mehr wie genug. Okay. Komm mal kurz runter. Habe ich hier noch was? Nichts mehr. Betonmischer. Auch leer. Ja, Stahl kann ich von innen reparieren. Das ist kein Problem. Aber das ganze, die ganze Betongeschichte von außen muss ich unbedingt mal reparieren. Genau. Ich muss erstmal da rein. Was hast du denn für Reifen drauf? 590er. Oh, wir haben da bessere drauf. Na gut, dann wird es halt noch ein bisschen Reserve. Was habe ich hier für einen? 593er, okay. Dann lasse ich die mal hier als Reserve. Ey, absteigen. Nicht auf. Hier rein. Das. Auf einmal ist irgendein Geräusch verschwunden im Hintergrund. Und kann ich eigentlich Reifen kombinieren? Vor allem Motoren, kann ich Motoren kombinieren? Das würde mich jetzt echt interessieren. Das wäre natürlich genial. Und genauso Batterien. Das will ich jetzt mal testen. Ob wir da was Besseres bekommen. Jetzt bin ich aber gespannt. Das wäre natürlich genial. Dann würde ich alles auf 600 hochskillen. Das soll ja. Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich geht. Wie geil ist das denn? Hoho. Okay, dann weiß ich jetzt, was ich gleich mache. Dann würde ich jetzt gleich alle Teile auf 600 hoch kombinieren. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Komm mal her. Motor her, Batterie her, Reifen her. Korb kann man lassen. Das kann ich jetzt noch nicht. Das repariere ich einfach. Reifen habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Da habe ich schon 600. Also machen wir einmal Reifen. Zweimal Reifen. Da habe ich einen 600er. Motor. Nehmen wir die zweimal mit, dass wir auf jeden Fall hochkommen. Batterien. Nehmen wir noch zwei starke mit. Die lasse ich mal hier als Reserve. Das kann ich auch eigentlich gleich mitnehmen. Den tun wir auch gleich skillen. Weil so viele brauche ich nicht eigentlich. Wozu brauche ich so viele? Motoren haben wir jetzt drei. Das müsste passen soweit. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal halt. Hier wollte ich noch Papier mitnehmen. Hier bitte. So. Okay. Die zwei Sachen, die mache ich dann bei Gelegenheit mal. Die muss ich ja nochmal selber herstellen. Eins habe ich zwar gefunden, aber... Obwohl, warte mal, ich kann doch jetzt... Moment. Nicht, dass ich jetzt einen Blödsinn mache. Ich habe doch nur noch das... Ja, klar. Das kann ich jetzt auch so machen. Dann nehmen wir alles mit. Aufnehmen, bitte. Warum nimmt ihr den nicht auf? Ach so, weil der noch da ist. So. Dann nehme ich doch das Teil hier auch gleich mit. Genau. Jetzt machen wir erstmal alles auf Maximum, was wir können. Das reicht dann mal fürs Erste. Ich hatte noch ein Reparaturkit.
So. Dann schauen wir mal. Erstmal das hier einmal reparieren. Erstmal die Batterien. Auf 600. Ah, reicht wohl nicht, ja? Schade. Ja gut, das reicht eigentlich, das ist in Ordnung. Aber Motor kriegen 600 dahin. Jawohl, sehr schön. Und das hier auch mal kurz reparieren. Da gibt es auch einen stärkeren. Das kann ich nicht, das habe ich. Und hier noch ein bisschen was Besseres. Auch gut, auch gut. Das hier kann ich bestimmt reparieren, jawohl. So, Benzin mal hier hin. Schloss ist sowieso unwichtig. Der ist auch okay so. Na ja, gut. Sehr schön, das reicht mir schon. Ich denke, es ist um einiges besser geworden. Zumindest nicht schlechter. Eieieiei. Hast du schon wieder Hunger? Und das schon wieder meine ich wirklich so. Genau wie ich sage. Schon wieder. Na, wenigstens geht unser Wellness hoch. Ist auch schon was. Oh, komm. Hat nicht gereicht. Dann nehmen wir noch eine Hühnersuppe. Jetzt mal bei 100%. Dann trinken wir von den roten Tee. Der kühlt uns nämlich schön ab. Wir sind bei 29 Grad. So. Zerlege ich. Bauen wir unser Moped. Ups. Baue ich mal jetzt unser Moped wieder zusammen. Und das müsste ein richtig gutes Moped jetzt geben. Die habe ich leer gemacht, ja. Tür zu, sonst kommen die Zombies. So. So, dann bekommst du das und das. Musst du ein richtig gutes Motorrad sein. Okay, was haben wir für einen? Makellos. Mhm. Das hört sich gut an. Makellos hört sich sehr gut an. Einmal voll. Okay. Dann kann ich das Zeug hier wieder da reintun. Habe ich noch ein bisschen Reserve hier. Gut. Dann mal hier raus. Und ein bisschen reparieren. Ich hatte ja jede Menge außen zu reparieren noch, also was Beton angeht. Und natürlich auch Stahl. Aber wie gesagt, Stahl kann ich von innen. Hier war alles in Ordnung. Gut. Aber hier haben sie mir einiges kaputt geschlagen. Hier auch. Na gut, so viel ist es gar nicht. Hier sind die Polizist, wo hier explodiert ist. Der hat mir halt richtig viel kaputt gemacht. Aber wir können ja alles wieder schön reparieren. Dürfte eigentlich auch kein größeres Ding sein jetzt. Okay, drüben haben die mir nichts kaputt gemacht, weil die gar nicht hingekommen sind. Hier. Oh ja. Da haben wir Sachen. Sehr gut.
Oh, da oben auch, das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich da oben. Ja, auch haben sie viel kaputt gemacht. So. Ups, da wollte ich doch gar nicht hin. Kurz mal hier nachschauen, wie es hier aussieht. Okay, da haben sie nichts kaputt geschlagen. Oh ja. Unsere Kartoffeln sind fertig. Wahrscheinlich auch unser Mais. Jawohl. Sehr schön. So, machen wir alles mal hier weg. Hopfen noch nicht. Okay. Kaffee fertig, aber Hopfen noch nicht. Ah, stimmt. Ich hatte ja das Hopfen später eingepflanzt. Ja, komm. Dann machen wir so. Oh. Wir können bald, wirklich bald wieder anfangen zum Meat Stew machen. Das fertigen und hier mach mal 30. Yucca mache ich jetzt nichts mehr, das reicht. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte das hier. Aber ich will da reparieren, weil die Zombies wieder alles kaputt geschlagen haben. Oh Mann, bei der Alpha 15 war das so schön hier mit dem. Konnten die weißen Zaun nach unten nicht schlagen. Konnte man sowas und super verteidigen damit. Das haben sie echt schlecht gemacht, dass die jetzt die Zombies nach unten auch schlagen können. Das ist schade. Naja, kann man nichts machen. Wenigstens machen sie nichts an unserer Pflanzen. Das ist auch schon ein Vorteil. So, dann holen wir uns kurz einen Baum von hinten. Und zwar wegen Reparaturarbeiten. So, was kann hier hin? Pflanzen wir gleich wieder ein hier. Komm. Da hatte ich. Wo ist mein Hammer? Hier. Habe ich da ein paar kaputte gesehen? Da ist nichts mehr. Das ist in Ordnung. Irgendwo hatte ich doch gerade kaputte gesehen. Da. Und hier war auch was kaputt. Okay. Und hier einer. Aber jetzt habe ich es, der glaube ich, ne? Genau, jetzt haben wir es. Okay. Dann einpflanzen. Mais.
Ich brauche auf jeden Fall mehr Mais. Und hier war auch nochmal Dünger. So. Oh ja, das gibt sehr viel Mais. Okay. Mais haben wir, dann Kartoffel, machen noch 5 Stück. Na komm. Das pflanzen wir auch mal hier ein. Warum dorthin? Ah, Mann, oh Mann. Manchmal wirklich, der pflanzt wirklich so an, wie er will. Dann mach halt noch einer rein, egal. Also nach der nächsten Ernte kann ich auf jeden Fall endlich mal Meat-Stews machen, also meine Eintöpfe. Und dann können wir schön unser Wellness hochskillen. Noch 14. Dann mach mal hier ein paar rein. Noch 8. So, was haben wir noch? Den Rest machen wir so gut wie es geht. Mit dem hier. Da will er nicht. Willst du echt keine? Okay. Der wollte da wirklich keine haben. Wenn man dann zwingt, dann passiert sowas. Da kommt so ein komisches Geräusch und der pflanzt es doch nicht. Also zwingen sollte man ihn nicht. Boah, da geht doch einer noch, ne? Komm, hier muss einer gehen. Jawohl. So, habe ich noch irgendetwas? Komm, machen wir hier nochmal ein paar. Die gehen ja eigentlich sehr schnell. Dann haben wir wenigstens das Feld wieder voll. Das reicht. Garten auch erledigt. Okay. Alles was aus Beton war außerhalb habe ich auch repariert. Dann kann ich jetzt eigentlich langsam mich innen an die Reparatur machen, und zwar Stahl. Und das auch. Damit sollte ich eigentlich anfangen. Ich brauche mindestens eins davon. Denn einen haben sie mir kaputt geschlagen. Wo ist mein Hammer? Da. So.
Vielleicht ist er auch fest. Okay. Das schaut gut aus. Ja. Die sind nämlich auch im größten Teil hier beschädigt. Solange sie noch, bevor sie auf Scrap runtergehen, kann ich schön mit Stahl reparieren. Haben sie aber einiges kaputt gemacht hier. Okay. Halt. So. Ja, dazu brauche ich meinen Polish. Ja. Ist okay. Okay, die Sicherung. Was ich da noch ändern wollte, das mache ich später. Ah, okay, jetzt weiß ich noch, was ich machen wollte. Ich sollte das hier unbedingt aus Stahl machen. Bevor mein Brücke hier zusammenbricht. Oder haben sie auch schon? Stahl brauche ich. Die haben mir eiskalt sogar meine Brücke beschädigt. So. Ne, die brauche ich noch. Den brauche ich nicht mehr. Und den brauche ich nicht mehr. Das kommt da rein, das da, das da. 88 Kartoffeln schon. Wow. Okay, damit kann man wieder Tee machen. Das hier kann ich hier unten wieder. Ah, hier habe ich noch 3 Stück gehabt. Okay. Einmal zu. Okay. Hier ist so gut wie nichts beschädigt. Nur hier. Und da brauche ich dieses Polish. Aber ich glaube, da hatte ich nur noch 4 Stück oder so. Die werden definitiv nicht reichen. Ja, damit kann ich nicht viel reparieren. Da bin ich mir sicher. Aber vielleicht geht ein bisschen was. Hm. Komisch. Gut, konnte schon einiges reparieren. Nicht schlecht. Jetzt haben wir wahrscheinlich nichts mehr, ne? Jetzt haben wir nichts mehr. Okay. Metallmäßig. Stahlmäßig. Oh, scheiße. Das habe ich nicht gewollt. Metallmäßig haben wir nichts mehr zu reparieren. Gut. Passt. Das passt. Erstmal wegpacken, bevor ich hier noch mehr upgrade. So. Ich sollte gut, bisschen Metall habe ich noch, aber ich sollte trotzdem wieder langsam ein bisschen was man muss auch richtig schreiben, ne? Ich mit dieses Eisen könnten wir machen 1800. Nein, brauchen wir nicht. Machen wir mal 400. Und Stahl könnten wir machen 700. Brauchen wir auch nicht. Machen wir mal ja 500 davon. So 56 und 22. So, das müsste genügen. Ja. Bisschen was lasse ich noch drin. Okay, dann würde ich sagen, meine Lieben, beende mal hier die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben, nette Kommentar oder ein Abo würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber zocken und tschüss.